Fantastic. Hallihallo und herzlich willkommen zurück am Freitag bei Boom Beach. Es ist eine traurige Folge, weil wir werden uns heute von diesem Headset verabschieden. Es ist die letzte Folge, die ich mit diesem Headset mache. Ab morgen gibt's ein neues, also ich nehme die Freitagsfolge jetzt am Donnerstagabend auf. Freitagmorgen kommt laut Paketverfolgung mein neues Headset an. Wurde ja schon angekündigt diverse Male, auch vom Kollege Fred. Und ja, wir werden es dann ab morgen mal mit einem neuen Headset probieren. Oh, hier greift gerade jemand im Ding jetzt an. Dann gucken wir mal eben direkt rein. Oh, ich stehe immer noch auf Englisch, fällt mir auch gerade auf. Habe ich noch vergessen, auf Deutsch umzustellen. Aber gut, ist jetzt nicht so tragisch. Wir gucken mal, was er gerade macht. Er hat sich ein paar Krieger gebastelt und geht auf die Flammenwerfer. Leider die Flammenwerfer gerade zu spät betäubt. Die konnten sofort erstmal ein paar Flammen raushauen auf die Krieger. Das heißt, das war nicht so der Knaller. Da hat er nicht allzu viel Schaden angerichtet. Hier unten gibt es jetzt noch 3, 4, 5, die noch versuchen, ein bisschen Schaden anzurichten. Aber viel wird er damit nicht mehr reißen können, leider. Der gute Kollege, wer war es denn? DMX Plus? Ich glaube schon, ja. Jetzt die letzten beiden Krieger, die sich hier noch quasi um den Kern kümmern. Jetzt noch einer. Gut, das wird er noch kriegen, das war's dann. Aber oh ne, wird er nicht mehr kriegen. Okay, Thema erledigt. Ansonsten leider noch nicht viel passiert. Meinen Angriff kann ich noch eben zeigen. War auch jetzt nichts Spektakuläres. Ich habe aber zumindest versucht, mich hier rechts um die Ecke ein bisschen zu kümmern. Auch eine Millisekunde zu spät betäubt. Die beiden Mörser weggemacht. Und dann, ja, versucht noch hier aufs Maschinengewehr und die Kanone zu gehen. Hat auch nicht wirklich geklappt. Jetzt muss sich noch jemand hier um die Kanonen kümmern, auf jeden Fall, damit vielleicht jemand anderes mit dem Panzer mal zur Sache kommen kann. Gut. Müssen wir uns vielleicht mal bei Zeiten was Neues überlegen für die Missionen, damit wir da mal ein bisschen erfolgreicher werden. Wir haben jetzt 5 Leute schon gebraucht. 1, 2, 3, 6 Leute schon gebraucht. Und noch nicht wirklich viel gerissen. Wir haben auch wieder 2 verschiedene Sachen angegriffen, aber naja. Wir haben ja irgendwann mal eigentlich überlegt, dass wir immer die gleichen Sachen angreifen wollen, aber manche Leute kriegen das manchmal nicht so mit, sagen wir mal. Aber gut, passiert schon mal. Ist nicht ganz so tragisch, da wir es meistens ja trotzdem noch ungefähr schaffen. Ich scout jetzt mal hier so ein bisschen rum und mal gucken, ob ich nicht noch irgendwo einen Gegner finde, den wir mal angreifen können. Wo es sich vor allem lohnt. Entschuldigung, ich bin ja ein bisschen erkältet, hätte ich fast gesagt, aber mehr oder weniger verhustet. Und diesen hier, den können wir uns doch mal vornehmen. Ich glaube, der sollte klappen, wenn wir zunächst mal da hinten ins Gebüsch laufen. Zack. Und uns dann um den Raketenwerfer auf jeden Fall am Anfang kümmern. Damit der schon mal weg ist, und dann müssen wir uns hier noch um die Mörser sorgen. Oh fuck, jetzt habe ich da 2 hingeschickt. Das wollte ich natürlich nicht. Ah doch, müssen wir sogar doch noch einen hinbauen. Ah gut, so. Und nächste Leuchtrakete auch noch natürlich da oben ins Gebüsch machen. Und nicht mit Leuchtfeuer zoomen, das ist ganz gefährlich. Ja, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier unten, wenn wir noch Punkte kriegen, hier unten aufräumen. Ich muss definitiv noch den Mörser hier wegmachen. Nehmen wir da schon mal Anlauf und zielen da schon mal drauf. Oh, da war irgendwas im Gebüsch, was nicht gut ist. Scheiße. Der hat uns verarscht, der Sack. Aber richtig hat er uns verarscht. Scheiße. Alter Vater. Hat der doch tatsächlich erstmal hier schön ein paar Minen im Wald versteckt. Ich ziehe die anderen auch nochmal schnell durch die Heilung. Erstmal hier betäuben, dass das nicht ganz so eskaliert. Aber da sind noch mehr Minen. Scheiße, das wird schwer, das wird schwer. Geht mal hoch, geht mal hoch, geht mal hoch. Nein, nicht alle da reinrennen. Ja, jetzt rennen sie durch die nächste auch noch. Fuck, fuck, fuck. Das wird nicht so easy. Jetzt müssen wir uns da noch ein bisschen was überlegen. Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich hier unten noch den Mörser wegmachen. Oh je, Leute, 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 Leute. Jetzt hier drauf, kommt alle auf den Mörser und dann gucken, dass wir das Rathaus kriegen. Aus dem Maschinengewehr raus. Scheiße, das ist doch der nächste. Ah, leck mich doch. Okay, das war mal wieder Fail. Ich hätte gedacht, den kriegen wir. 97 Verluste, das ist natürlich bitter. Das ist richtig bitter. Ach nee, ey, das ist doch nicht wahr. Da müssen wir wieder Diamanten ausgeben. Ich muss auf jeden Fall Fred Bescheid sagen, dass der mir noch eine iTunes-Karte besorgt. Weil irgendwie kann ich das nur über iTunes aufladen und er kann das ja über App Bounty machen. Dafür ist es ja da. Weil ansonsten kriege ich das nie aufgeladen irgendwie. Ich weiß nicht genau warum. Funktioniert bei mir nur mit iTunes, nicht über den Google Play Store. Ich
Ich weiß es nicht, woran das liegt, aber das ist ja im Endeffekt auch wurscht, worüber wir es aufladen. Hauptsache, wir können es aufladen. 35. Gucken wir mal den hier an. Ich habe auch noch ein paar Ressourcen. Ich kann auf jeden Fall. Entschuldigung, ich bin echt irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Den hier kriegen wir jetzt aber. Da bin ich mir sicher, da können wir noch ein bisschen Gold abstauben, immerhin so. 1, 2. Das reicht natürlich wieder noch nicht. Aber wir gehen jetzt hier oben hin. Oh. Den machen wir weg. Und dann machen wir mal. Setzen wir da auch mal einen hin. Sonst rennen die sonst eh rein. Ich kenne meine Kollegen doch. Meine Kollegen schützen. So. Gehen wir nochmal da oben hoch. Jetzt ist erstmal hier Ruhe im Karton. Hier unten die Maschinengewehre sind egal. Nur die beiden Flammenwerfer hier ganz hinten. Die werden uns vielleicht gleich nochmal ein bisschen zu Verhängnis. Der eine kleine Kackenmörser hier, der ist natürlich jetzt auch noch ein Stück da. Macht aber nicht so viel Schaden. Von daher geht es. Ich könnte das ja sogar mal betäuben jetzt hier. Und dann werden wir mal schauen, dass wir jetzt trotzdem weiter nach hinten laufen. Um gar nicht erst vorne ins Maschinengewehr reinzuwatscheln. So, jetzt machen wir da mal ein bisschen betäuben. Und natürlich näher ran zoomen. So. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir uns hier hinten um die scheiß Flammenwerfer kümmern. Die müssen definitiv hier weg. So. Zack, der zumindest auf jeden Fall. Und dann können wir uns auch vielleicht hier hinstellen mit den ganzen Schützen. Da kommt nämlich schon wieder noch so ein scheiß Mörser geflogen. Den wir gar nicht gebrauchen können. Ich heile mal jetzt hier eine Runde. Und hoffe, dass es jetzt passt. Jetzt werden da zwar noch so der eine oder andere Mörser kommen und ein oder andere Kanonenschuss, aber da haben wir es doch auch schon gepackt. Mal gucken, ob es sich wenigstens ein bisschen gelohnt hat. Auf jeden Fall schon mal Informationen, ist ja auch nicht verkehrt. 94.000 Gold, okay, der Rest ist jetzt vernachlässigenswert, sagen wir mal. Aber immerhin ein bisschen Gold haben wir abgestaubt. Nicht? Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ich sehe es jetzt gar nicht. Das ist natürlich clever, na doch. Bisschen was müssen wir noch machen. Zack, 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 zack. Gehen wir nochmal eben gucken, wie es hier aussieht. Hier hat noch jemand angegriffen. Attack by Air Anil hat 5 Punkte geholt. Naja. Mal gucken, was dabei rumgekommen ist. Der Flammenwerfer hier vorne, okay. Auch mit Schützen. Gegen die Flammenwerfer natürlich. Ja, die muss man eher betäuben, Junge. Die muss man eher betäuben, sonst hat man da keine Chance. Okay, die Kanonen. Und Maschinengewehre. Ja, da kann sich jetzt vielleicht einer mal dran auslassen, damit man mit noch einer Runde Schützen hier brutt diese Reihe schon mal wegbekommt. Alles, was jetzt sich so hier quasi, sagen wir mal da, wo man jetzt hier die linke obere Ecke von dem Dreieck drauf zeigt. Sagen wir mal hier dieses Maschinengewehr, die beiden Kanonen oder vielleicht sogar hier die Boomkanonen, dass da mal für Panzer der Weg frei wird. Irgendwie sowas müsste man vielleicht mal in Angriff nehmen. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch hinkriegen. Und ich muss jetzt erstmal gucken, was ich noch upgrade. Ich würde ganz gerne, was ist das, der kleine Kackflammenwerfer hier, den können wir auf jeden Fall noch machen. Der verbraucht mir aber jetzt zu wenig. Ich will das jetzt mal mehr oder weniger alles hier, was ich jetzt habe, verbraten, bevor ich wieder angegriffen werde. Deswegen würde ich ganz gerne das Maschinengewehr. Das sieht doch gut aus. Das machen wir jetzt mal auf Level 12. Ich habe ja schon eins auf Level 12 gemacht heute. Und hier vorne, die beiden sind auch schon auf 11 und 12. Raketenwerfer mittlerweile auf 4 ist auch okay. Das eine Landungsboot ist auch schon auf 13. Kann man auch nicht meckern. Jetzt mal eben gucken. Ich könnte schon nochmal 30 Diamanten ausgeben, aber das wird mir eigentlich ein bisschen viel. Denn, weil ich weiß noch nicht genau, ob ich die nicht noch brauche oder bis wann wir dann neue kriegen. Mein Gott, was ist denn los hier? Von daher würde ich eher sagen, wir machen jetzt lieber Feierabend. Dann ist die Folge eventuell einen Ticken kürzer, aber wir sparen die Diamanten für die nächste, sonst können wir da nichts machen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt, einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Haut rein, macht's gut, bis dahin und tschüss.